Also, passt auf. Da das mit den Adressen auf YouTube nicht funktioniert, also beziehungsweise dass YouTube Daten in den Binsekunden löscht, die man dort eingibt, würde ich vorschlagen, wir machen das Ganze über den Discord, weil da können, da habe ich in, ja, in, habe ich mich im Discord angemeldet und ich schreibe auch unten mein Hashtag beziehungsweise mein Discord-Namen rein, wie ich dort heiße. Und wenn ihr einen Discord habt, dann könnt ihr den dort eingeben und dann sehen wir uns, ne? Das heißt, ihr gebt dann einfach den Hashtag mit meinem Namen und meinen Zahlen, die hinten dran stehen, ein. Und dann kann ich eure Einladung annehmen und dann könnt ihr dann eure Adresse und euer Passwort dort eintragen. Und dort kann ich das auch löschen, ohne dass ich irgendwelche Kommentare löschen muss. Wie gesagt, das wäre so mein Vorschlag, weil wie gesagt, ich wusste nicht, dass YouTube sowas löscht. Ich wusste ja, dass sie streng sind mit Adressen, aber dass die das ja so machen, dass sie das innerhalb von Sekunden löschen, das wusste ich nicht. Und wie gesagt, das wollte ich nur sagen. Wie gesagt, wenn ihr immer noch interessiert seid am Pferdekaufvideo, dann wie gesagt, einfach mein Discord Name bei euch eingeben und wenn ihr kein Discord habt, einfach auf Google im Internet Discord runterladen, also auf Google draufgeben und dann Discord und dann werdet ihr dann dort, das ist so eine Art, wie soll ich sagen, so ein blaues Zeichen, sieht aus wie so ein Gesicht. Genau. Und da einfach im Internet Discord runterladen, installieren. Und den Anweisungen folgen, die Discord euch ze also Discord zeigt euch, wie ihr das einrichtet. Instagram habe ich keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie man Instagram unten verlinkt. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ihr noch daran Interesse habt, weil das ging ja heute Vormittag ein bisschen, ja, schräg zu mit den ganzen Adressen und es hat nicht funktioniert und es tut mir auch wirklich leid, aber ich bleib dran, wir machen das mit dem Pferdekaufvideo und ich habe es euch versprochen, das machen wir auch. Ja, wie gesagt, einfach unten in die einfach die Beschreibung bei mir, da steht dann da das Hashtag-Zeichen und dann mein Name, mein Discord-Name mit dem Zahlen hinten. Ja, und dann meldet ihr euch bei Discord an und dann könnt ihr meinen Namen einfügen, also beziehungsweise hinschreiben, Freund hinzufügen und dann oben bei Freund hinzufügen dann meine Daten, also die ihr dann da seht. Und dann sehe ich euch und dann kann ich euch dann als Freund hinzufügen. Dann könnt ihr euch auf Discord die E-Mail und das Passwort für euren Account hinterlassen und dann werde ich euch ein Pferd kaufen, sobald ihr eure Daten habt. Und danach werde ich eure Daten auch aus dem Discord löschen, wenn ich das Video gemacht habe. Also oder wenn ich mir oder wenn ich mir das abgeschrieben habe, dann lösche ich aus dem Discord eure Daten. Ihr könnt natürlich auch reinschreiben im Discord, welche Pferde ihr haben wollt und so. Ihr kennt ja das Spiel. Und welche Generation. Und wie gesagt, bitte bei den Arabern bitte die Generation dahinter schreiben. Ich muss das wissen. Also nicht, dass ich einen Araber Generation 2 kaufe und eigentlich Generation 3 gemeint ist. Da müsst ihr das bitte hinschreiben. Oder ob ihr magische Pferde haben wollt. Wie gesagt, das müsst ihr alles hinschreiben. Und keine Angst,
Also 1000 Starcoins reichen dicke zu. Und 980 Starcoins reichen auch für ein Pferd. Nee, doch. 980 Starcoins reichen auch noch für ein Pferd. Ja, das war auch schon. Das soll es auch schon gewesen sein. Wir sehen uns dann in einem eurer, auf einen eurer Accounts, wenn das klappt. Und würde mich riesig freuen, wenn, wenn ihr daran Interesse habt. Bis dann. Tschüss, sagt eure Kitty Blue.